Schritt mal für ihn, Miesling. Zieht Leine und lässt uns hier sitzen, als wären wir der letzte Dreck. Naja, vielleicht fällt er ja auf die Schnauze und sind wir wenigstens Zeuge. Ja. Der? Der ergeiert sich doch überall nur seinen Vorteil. Viel Geld verkauft er seiner Großmutter als gehacktes. Ach Mann, ist doch der gelbe Nightmister. Ferdinand hat eben die richtigen Connections gehabt. Und eine neue Band. Ohne den lieben Manfred und ohne Japp. Richtig. Wer ist denn geflogen, ihr oder der? Weshalb ist der eigentlich geflogen? Ach, das verstehst du doch noch nicht. Doch. Immer wegen der von Högen. Was war mit der von Högen? Der hat... Also, weißt du, Kleiner, du zauberst weiterhin Blümchen und wir beschränken uns darauf, dem Ferdinand mit Spitzenschuhen in den Hintern zu treten. Was war mit der von Högen? Oh Gott, wie soll ich dir denn das jetzt bloß erklären? Naja, die von Högen hat sich in den Ferdinand verliebt und der Ferdinand hat sich beschissen benommen. Dann ist das was ganz anderes. Was? Die von Högen habe ich geliebt. Naja, war ja auch nur eure Tante. Also ab, kommt jetzt. Oh, Benni, komm, ich hab noch viel. Was das lässt mir keine Ruhe. Und zieh bitte keine Flappe. Aber deine Küsse schmecken wie Pappe. Wenn du mir sagst, du bist zu allem bereit, dann spür ich kein Feuer, sondern Einsamkeit. Du weißt genau, ich lieg dir zu Füßen, aber leider nicht beim Kosen und Küssen. Du machst mich nicht heiß, du machst mich nur warm. Es bringt dein unterkühlter Charme. Lippen müssen küssen, sonst werden sie rau. Zerrissen, verbissen, metallig blau. Vergammeln im eigenen Maul. Die Zähne, die hallen beim Fallen durch deinen zerfressenen Körperbau. Und möchtest du kein Zombie sein, dann küss mich, verführ mich mit Feuer. Tahiti zum Essen zurück. Mit meiner Mühle quer durch die Gefühle von dir beschränkt, bis die Lippe hängt. Einmal deine Robbenaugen sehen. Hey, das ist Wahnsinn, doch bitte erhör mein Flehen. Du machst mich nicht heiß, du machst mich nur warm. Es bringt dann unterkühlter Charme. Wir müssen küssen, sonst werden sie rau. Zerrissen, verbissen, metallig blau. Es werden sie nicht, dann ziehen sie dich zurück. Vergammeln im eigenen Maul. Die Hallen beim Fallen durch deinen zerfressenen Körperbau. Und möchtest du kein Zombie sein, dann küss mich und führ mich mit Feuer noch mal. Tasche. Mehr hat ihr Leben nicht zu sagen. Und
dabei sollte sie sich doch mal fragen, wenn sie dort ihre Kohle überweist, wer sie da von vorn bis hinten bescheißt, wer ihre Sorgen in roter Farbe überschreibt. Warum sagt sie nicht, kann drücken, hängt und locker und leicht? Ich schreiß dir ins Gesicht! Rote Menschen, rote Menschen, solange der Rubel rollt. Hinter der roten Stirn, ein rotes Hirn und dein Rolls-Royce aus Gold. Dazu kaufst du dir ein Ticket nach Oregon. Sicher hast du schon mal was gehört davon. Für unseren Meister wollen wir den Vater nicht in die Schule einladen. In die Schule einladen. Da springst du noch schnell in unseren Fahrrad. Ja, sag mal doch. Wo ist der Peter heute, Schule? Bei uns ist aber keiner gescheitert. Auch das Bewusstsein haben wir jedem erweitert. Und wenn einer sagt, der Meister denkt nur an die Kohle, sollst du mal sehen, wie schön wir den Hintern versohlen. Wir sind keine Disco und kein Rockpalast. Alle wollen es aber. Ich nicht. Und warum nicht? Ich sehe keinen Grund dafür, dass dieser Ferdinand bei uns auftritt. Aber der war doch mal bei uns. Du sagst es, er war mal. Der hat einen irren Erfolg. Deswegen muss man ihn nicht wie einen Star empfangen. Soweit ich informiert bin, hat er sich sehr mies benommen damals. Aber das dürfte doch kein Grund sein. Bist du auch der Meinung, dass wir diesen Ehemaligen einladen sollen? Nein. Warum kommst du dann zu mir? Na, weil die anderen es wollen. Und da lässt du dich einfach losschicken? Ich bin doch ihr Sprecher. Und sagst mir, was die wollen. Ich habe gelernt, dass man sich in einer Demokratie dem Mehrheitswillen beugen muss. Und die Mehrheit ist für Ferdinand? Dann soll die Mehrheit ihn Ferdinand haben. Auch wenn wir zwei dagegen sind. Dank dir. Hey, Dienst ist da, super, kommt los, schnell! Was hältst du davon? Das ist doch gut, oder Schatz? Und wenn es mich Kopf und Kragen und die Reste meiner pädagogischen Würde kostet, ich will Ferdinand sehen. Ja, Johnny. Also ich auch. Also eine Verbeugung müssen wir wohl nicht machen, oder? Weißt du, was der hat, was ich nicht habe? Fans, mein Lieber. Unheimlich viele also, Fans. Mal zu, also ich finde es wirklich super stark, wieder hier zu sein. Musik. Und vor allen Dingen, weil sich nichts geändert hat. Ja, vielleicht ist die Halle ein bisschen kleiner geworden. Tut sie nicht rum, mach endlich. Okay. Heinz? Heinz, komm mal her. Hallo, klein Udo. Was bringst du uns denn zu Gehör? Hallo, Alter. Lange nicht gesehen und gleich wiedererkannt. Ich dich nicht. Sollte ich mich so verändert haben? Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen schöner geworden. Reifer. Das bringt das Leben nur mal so mit sich. Gib Gas, Ferdinand. Ein scheiß Absahner bist du geworden. Eine Kopiermaschine ohne Hirn. Nur im Message, Alter. Nur mal immer langsam mit die jungen Pferde, ja? Immerhin. Immerhin. Was denn immerhin? Immerhin darfst du die Leute vorher aufheizen. Und dann kommt der Star. Junge, das ist der Neid. Wer will denn dein Gesülze hören? Diesen Seelenknatsch mit Schlagersahne. Bob Dylan für Arme. Wir wollten was verändern.
Du auch. Na und? Habe ich mich nicht verändert? Ja. Weiß Gott! Du machst mich nicht heiß, du machst mich nur warm. Das bringt dein unterkühlter Charme zum Kotzen. Daraufhin muss man erst mal kommen, ne? Erstmal drauf kommen, erstmal drauf kotzen. Nicht ganz so hochnäsig, Kleiner, ja? Schließlich zählt nur der Erfolg. Wer oder was hier mehr Erfolg hätte, das müsste man erstmal sehen. Nun mach dich mal nicht nass. Noch ein Ding und die Lippe hängt. Genau! Hör doch mal zu! Nächste Woche, jeder gegen jeden. Zwei Nummern, kein Eintritt. Der Erfolg entscheidet. Einverstanden? Okay. Einverstanden? Ja. Der kann Fans haben. Gib uns einen Kuss. Und dann? Dann weißt du, was ein richtiger Fan ist. Man kann sich an allen Ecken prima hinter was verstecken. Was man lässt und was man tut, ist, wenn man's tut, immer gut. Du allein bist ohne Frage für all jene, jene eine Plage, die nur noch wie andere denken und sich dabei selbst verschenken. Das wäre dann der zweite Vortrag. Na, das klingt auch noch etwas neblig. Ein bisschen mehr Bass täte dem Lied auch ganz gut. Tut mir leid, Leute, aber das wäre dann zu abgerundet, zu gefällig. Ich möchte, dass alles ganz klipp und klar ist, ohne jeden Schnurkus. Aber ich glaube, der Schnurkus würde dem Lied ganz gut tun. Ich meine, wenn Ferdinand so loslegt. Ich setze halt mehr auf den Inhalt meiner Lieder und darauf, dass es noch ein paar Leute gibt, die denken können. Aber wenn der loslegt, ist der Verstand im Arsch. Da gehört er dann wohl auch hin. Wenn ich die Zeichen richtig deute, bist du ganz schön arrogant. Ja. Dankeschön. Ich würde das Ding noch mal stimmen. Und die Stimme obendrein. Die Texte sind schon ganz gut. Ich weiß. Tschüss. Die meinst du nur gut. Darauf kann ich auch verzichten. Ist immerhin dein Publikum. Mhm. Schwachköpfe und Disco-Miezen. Haben Sie schon mal mit ein bisschen Bescheidenheit versucht, Herr Atzesdorfer? Gegen so einen wie den Ferdinand, gegen so einen Hirni, kann man doch nur mit Intellekt und Fantasie anstinken. Ach, anstinken willst du? Ich dachte, du willst rausfinden, wie es den Leuten am besten gefällt. Ja. Bonne Chance. Viel Erfolg. Thank you.
stark, danke. Hallo Leute, da bin ich wieder. Was ich euch als zweites bringe, ist kein einfaches Liebeslied. Na, hört es euch einfach mal an und dann macht euch eure eigenen Gedanken drüber. Alles im Leben hat seine Zeit. Die Märchen, die Sagen und die alten Legenden. Doch Sieger bleibt stets die Wirklichkeit. Mit Geschichten, die böse und ekelhaft enden. Zwei Kinder irren durch den Wald, der dunkel war und bitterkalt. Sie hatten schon tagelang nichts gegessen, den Duft von Äpfeln und Brot vergessen. So wird es im alten Märchen erzählt. Doch wenn heute irgendwen Hunger quält, zählen die Hungernden gleich nach Millionen, die ganz weit weg in der Fremde wohnen. Zwei Kinder im Märchen bereiten uns Schmerz. Die Not in der Welt dringt nicht in dein Herz. In the course of life you will find a place for stories, the legend and the old fairy tales. But the winner will be reality, where the stories will end disgusting and evil. Alles im Leben hat seine Zeit. Die Märchen, die Sagen und die alten Legenden. Doch Sieger bleibt stets die Wirklichkeit. Mit Geschichten, die böse und ekelhaft enden. Danke. Lächeln ins Gesicht zu schreien, es ist falsch, 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 falsch.
haben muss. Alle jubeln ihm zu und niemand weiß warum. Aus dem mache ich noch mehr. Du kannst mal bei mir vorbeikommen, Boris. Sowas für dich kann man hin und wieder ganz gut verkaufen. Vorprogramm oder so. Tja, dann eben nicht. Nichts als Schrott in der Lässertüte. Aber der hat was. Was hatten wir schon? Der hat was ich nie haben werde. Einfach fantastisch, wie er die Leute anzieht. Und das willst du? Manchmal ja. Ich sitze hier am Palmenstrand, unter mir der weiße Sand. Sonnenstrahlen streicheln mich, der Wind bläst zart, ich denk an dich. Wale ziehen an mir vorbei.